Hi Leute, ihr habt mich jetzt schon mehrmals nach einem Video zu meinen Midoris gefragt, also eigentlich nach einem Midori, denn die meisten wissen nicht, dass ich mehrere habe. Und da dachte ich mir, falls es so gefragt ist, dann drehe ich das gerne für euch. Ich werde euch jetzt nicht jede Seite einzeln zeigen, da halt, wie man wahrscheinlich weiß, auch sehr viel Privates drin steht. Aber ich möchte euch einfach mal zeigen, wie ich das aufgeteilt habe und wie ich mir die Midoris gestaltet habe, denn da gibt es auch verschiedene Varianten. Hier habe ich zuerst mal mein Travel Midori, wie es auch schön drauf steht. Und das ist zum Reiseplanen und zum Reisedokumentieren. Und dann habe ich hier hinten noch meinen Spanischkurs drin, mit dem ich momentan aber nicht so fleißig bin. Aber naja, sehen wir uns später an. Hier ist ein komplettes Midori, das ich meinen Bussen gewidmet habe. Und zwar ist da der Progress von Lo drin. Und da haben wir dann auch noch so ein selbstgemachter und mein Tagebuch. Mein Tagebuch ist auch drin. Genau. Und hier habe ich den, den ich täglich benutze. Deshalb steht auch live drauf. Oder live. Oder wie auch immer. Und da habe ich halt mein Kalender Refill drin und noch so ein auch persönlich selbstgemachtes. Und mein Lamy-Füller sieht leider sehr, sehr schlimm aus, denn der ist leider zwischen die Zähne von meinem Hund gekommen. Aber ich möchte den trotzdem weiterhin benutzen, weil er halt noch funktioniert. Und werfen wir mal einen Blick hier rein. Der ist nicht geordnet, weil ich den halt täglich benutze und ich da nicht ganz so... Drehen wir das mal um. Erstmal haben wir hier eine kleine Notiz von meiner Arbeit und diese ganzen Sticker, die ich hier drin immer gesammelt habe, um die in mein Practice Journal zu kleben, aber das ist mittlerweile voll und deshalb habe ich die jetzt einfach hier gelassen. Und hier drin habe ich einfach so kleine Post-its, die man dann halt jeden Tag so benutzen kann. Die hier finde ich eigentlich sehr cool, aber recht unbräuchlich, weil man halt nicht wirklich was draufschreiben kann. Das ist dann mein Kalender ab Juli. Den habe ich vorne, weil ich das mit diesem Lesebändchen einfach, das funktioniert besser, finde ich, in diesem, der gerade in der Mitte ist. Deshalb habe ich den ab Juli hier vorne, weil ich den noch nicht so sehr benutze. Und hier ist der ab Januar bis Juni. Hier habe ich aber auch nur so ein paar Klebezeugs, Sticker, was auch immer drin. Paul McCartney, das ist noch vom Pink Pop, habe ich hier reingemacht, weil ich nicht wusste, wo ich es sonst hin tun soll. Hier habe ich so kleine Einkaufszettel drin. Und hier habe ich mir damals aufgeschrieben, was ich meinen Wichteln schenken möchte, weil ich dachte, da geht eh niemand reinschauen. Ja, hier haben wir noch so Papierkram und so. Und das ist dann, wie gesagt, mein Kalender. Den dekoriere ich von innen natürlich auch immer. Nicht immer sehr fleißig, aber ich tue es dann, wenn ich gerade Lust dazu habe. Hier ist eine Seite, die mir eigentlich recht gut gefällt. Ich zoome euch einfach mal näher ran mit dem Mond und dann habe ich hier mir den kompletten Mondkalender hingezeichnet, weil ich in dieser Woche hier keine Seitennotizen hatte und da dachte ich, irgendwie muss ich die Seite dann doch füllen. Und da habe ich dann halt auch von Januar bis Juli, eigentlich sollte das nur bis Juni sein, weil dieser Kalender nur bis Juni geht, aber ich habe es dann bis Juli getan, weshalb auch immer. Und ja, meine jetzige Woche... Nächste Woche. Ich habe im Voraus nie sehr, sehr viele Termine, wenn dann eher an Wochenenden, aber in der Woche, wie man sieht, füllt das sich dann doch immer etwas mehr. Und ja, das ist mein Kalender. Hier habe ich wieder dieses Ding drin. Und hier ist dann mein selbstgemachter Tracker sozusagen. Hier habe ich dann Einkäufe. Naja, jetzt seht ihr alle, was ich so einkaufe. Da ist dann, wenn die Ampel rot ist, ist bezahlt, orange ist versendet und grün ist es, wenn es bei mir angekommen ist. Und ja,
fand ich vom System her eigentlich ganz praktisch. Ich habe erst dieses Jahr mit diesem hier begonnen, weil ich es halt, wie gesagt, selbst gemacht habe und deshalb ist hier auch noch nicht ganz viel ausgefüllt. When Christmas Comes to Town zum Beispiel, da werde ich dann Geschenkideen hinschreiben. Music for my soul, wenn ich dann einen Song im Radio höre, den ich mir noch runterladen möchte, schreibe ich den hier hin. What are the chords, wenn ich irgendwie ein Lied mir einfällt, wo ich dann die Akkorde für meine Gitarre haben möchte. Meine Life Goals. Und immer wenn es dann erledigt ist, wird das Herz hier rot gemalt. Wie ihr seht, habe ich noch keins meiner Life Goals erreicht. Und für mich wären es auch keine Life Goals, wenn man das so in 2 Tagen oder einem Monat oder wie auch immer schon erreichen kann. Hier ist mein Year in Pixels. Da habe ich hier halt diese verschiedenen Launen hingeschrieben und dann, ich habe erst jetzt vor 2 Tagen damit begonnen, fülle ich dann aus, immer wie ich an dem Tag gelaunt war. Videoideen und so weiter. Das könnte ich euch mal in einem separaten Video zeigen, weil da sind noch sehr, sehr viele Tracking-Sachen drin, die ich mir so ausgedacht habe. Ja, hier war noch ein Einkaufszettel und dann habe ich hier diesen Füllerhalter drin kleben oder Stiftehalter, wie auch immer. Und ja, das ist mein Midori, den ich halt dann täglich benutze. Sieht auch schon recht abgenutzt aus, aber ich mag das irgendwie, wenn die so voll mit diesen Schrammen sind und richtig benutzt aussehen und dieses Leder hier so schön speckig wird. Zu meinem Bus-Tagebuch Midori, hier habe ich auch dann halt das erste Heftchen ist dann halt von Lou, ein paar Daten und dann halt so habe ich Tagebuch geführt, wie das alles weiterging und entstanden ist und ja. Hier kommen dann meine Ideen, die ich so habe, was ich mir als Endresultat vorstelle und was ich noch dran ändern möchte. Und hier eine kleine Skizze. Ja, ah, hier sind noch Sticker vom Oktoberfest drin. Da habe ich auch wieder diesen Zipper-Dings, die finde ich eigentlich sehr praktisch. Vor allem, weil an der anderen Seite ja dann immer noch einmal so ein Etui hier ist. Das ist wieder ein von mir selbst gemachter Refill. Den möchte ich auf meinem ersten Roadtrip mitnehmen, weil hier kann man dann die Daten ausfüllen, auf der Karte markieren, wo man hinfahren möchte. Eine Packing-List habe ich drin. Hier eine kleine Liste, was ich alles von unterwegs mitbringen möchte. Nämlich hatte ich schon mal die Idee, aus jedem Land, mit dem ich meinen Bus durchfahre, einen Sticker von der Fahne vom jeweiligen Land zu kaufen, falls man sowas findet. Und für meinen Koffer sammle ich auch immer diese Aufnäher von halt in verschiedenen Ländern, in denen ich mit dem Koffer gereist bin. Hier Sehenswürdigkeiten, Restaurants, Cafés, die verschiedenen Campings, auf denen man übernachten kann, weil halt leider in mehreren Ländern, wie auch unter anderem Deutschland und Dänemark und Gott weiß was, ist ja Wildcampen leider verboten und deshalb muss man da halt dann auf dem Camping übernachten und duschen und aufs Klo gehen und was man sonst noch alles so benötigt. In Norwegen ist Wildcampen übrigens erlaubt, das finde ich sehr cool. Das ist zumindest der Plan. Da kommen dann die Hauptdaten hin. Hier Money, Money, Money. Ja, das ist auch wieder etwas ausführlicher und ich glaube, darüber müsste ich dann auch, vor allem, ich denke eher, wenn das ausgefüllt ist, dann ein separates Video zu machen, weil das dann doch interessanter ausschaut, denke ich mal. Hier mein Tagebuch, das werde ich euch dann vom Text her mal nicht zeigen, so, aber so ein bisschen, wie ich das gestalte, kann ich euch gerne zeigen. Hier
Also ich schreibe dann immer auf dieser Seite hier und dekoriere die andere Seite. Und ja, ich glaube, damit habt ihr dann so eine Grundidee, wie ich das gestalte. Ja, das war's auch eigentlich von diesem Midori. Und hier kommen wir zu meinem Travel Midori. Das ist die blaue Edition. Ich glaube, die gibt es mittlerweile echt nicht mehr. Die war damals schon recht selten, als ich sie mir gekauft habe. Und weil es war irgendwie so eine Limited Edition. Und ich glaube, mittlerweile gibt es das nicht mehr. Ich kann euch das aber nicht garantieren. Ich bin mir nicht zu 100% sicher. Da müsst ihr mal irgendwie ein bisschen suchen und nachschauen. Und ja, hier sammle ich halt immer so alles drin, was ich so von Reisen mitnehmen kann. Zum Beispiel war das hier in The Making of Harry Potter, also in den Harry Potter Studios in London. Da haben wir solche Fotos gemacht und da bekommt man dann halt eine Nummer. Hier ist noch meine Katze drin, weshalb die genau in meinem Travel Midori ist, weiß ich gerade auch nicht, aber naja. Hier, das ist das Foto von der Buchmesse, da konnte man damals mit so Star Wars Figuren ein Foto machen. Ist schon echt lange her. Wann war ich auf der Buchmesse? 2013 oder so? Naja. Hier war, als ich auf dem Walkerfield gearbeitet habe. Und halt so verschiedene Fotos in Brüssel. Ja, hier habe ich das noch so ein bisschen skizzenmäßig, sagen wir mal, von unserer Sommerreise. Hier habe ich mal angefangen, Kanada zu planen, was ich dort alles sehen möchte, habe damit aber nicht wirklich weitergemacht. Heidelberg, da waren wir im Oktober, November, habe ich auch alles hier schön so drin geplant. Da waren wir hauptsächlich Geocachen, deshalb habe ich auch hier die verschiedenen Caches hingeschrieben, die wir machen wollten, und hier so einen kleinen Plan, damit wir aber etwas organisierter durch die Sache gehen. Und hier nochmal die Geocaches auf der Karte. Und hier plane ich gerade unseren Summer Road Trip, habe da aber auch noch nicht ganz weiter gemacht. Also das ist sozusagen mein Plan Refill. So. Ich glaube, das gibt es auch nicht mehr. Das war auch so eins dieser Limited Editions. Genauso wie dieses Etui. Was habe ich da drin? Weiß ich nicht einmal. Oh, Sticker. Jede Menge Reisestickers. Hier ist noch eine Rechnung. Diese Dinger nehme ich übrigens immer so, um, wenn ich das Buch schneller zumachen muss, dazwischen zu legen, damit die Farbe dann hier drauf abtropft, wie man sieht, und nicht zur anderen Seite übergeht. Oder halt auch irgendwie so als eine Art Lineal, um dann Linien zu ziehen. Und wie auch immer, ist eigentlich recht gebräuchlich. Und das ist dann sozusagen mein Reisetagebuch. Also da schreibe ich immer nach der Reise rein, was gut war, was wie viel gekostet hat. Hier habe ich noch einen Skiplan. Und das war halt von der Schweiz. Da haben wir die Tickets. Hier, das war der Preis vom Zug zum Matterhorn, also zu Zermatt, weil man von Zermatt aus den Matterhorn sieht. Und da kommt man aber nicht mit dem Auto hin, deshalb musste man da einen Zug nehmen. Ja, und hier so verschiedene Tickets, Foto, noch so ein Ding hier. Hier haben wir Paris, da habe ich auch wieder so ein paar Stichdaten, und das hier ist so ein leckeres Eis. Wenn ihr mal in Paris seid, dann müsst ihr unbedingt ein Eis davon probieren. Wie heißt es nochmal? Amorino. Und weiter habe ich da aber auch nicht geschrieben. Hier wollte ich mit Brüssel beginnen. Habe ich auch schon ein bisschen ausgefüllt, aber ja. Wie ihr auch gesehen habt, ist mein Brüssel-Foto noch vorne. Deshalb, ja, habe ich da auch nicht so weitergemacht. Hier ist auch wieder so ein Ding, das eigentlich recht gebräuchlich ist. Und das kann man dann auch so dahinter legen und dann sieht man hier die Linien durch, wenn man gerade schreiben möchte. Sehr, sehr praktisch. Gibt's, glaube ich, auch noch, aber halt nicht mehr in dieser Panem
Ausstattung. Hier haben wir noch Parkplan vom Europapark. Und ja, wie gesagt, hier ist mein Spanischheft. Ja, bin ich noch nicht sehr, sehr weit gekommen. Aber da müsste ich echt mal weitermachen. Und hier, ja. Amadeus ist ein sehr guter Spare Ribs Restaurant in Brüssel. Müsst ihr unbedingt mal probieren, wenn ihr dort seid. Und ja, ich denke, das war's auch größtenteils von meinen Midoris. Außer noch, wenn man sich ein Midori kauft, hat man ja immer nur diesen Gummi hier in der Mitte. Und ich steche mir da immer Löcher hinzu und mache dann noch einen Gummi dazu, damit ich die drei Refills so einzeln reintun kann. Anders muss man die ja mit diesen einzelnen Gummis so nochmal verbinden und ich mag das aber so lieber. Ich kann das hier mal rausnehmen, damit ihr seht, wie ich das gemacht habe. Also so schaut das bei mir aus. Ich habe jetzt das hier genommen, weil man halt mit dem Orange und mit dem Originalen hier sehr gut den Unterschied sieht. Und ja, das mittlere hier ist das, was ihr bereits drin habt. Und das ist dann auch an dem Ding hier befestigt und da unten einmal. Und ich steche dann immer noch da zwei Löcher, hier oben dran nochmal zwei Löcher und hier das gleiche. Und dann gibt es von Midori selbst diese Gummis hier. Die sind sehr, sehr lang. Also das hier, das ganze Orange, das ist jetzt ein einzelnes Teil. Damit fange ich dann hier an, mache das hier durch, nach unten, hier hinten, wieder nach vorne, wieder hier durch, gehe dann rüber, da, zack, 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 nach hier und mache das dann hinten dran zusammen. Aber da kann ich euch ein Video zu verlinken, denn da hat sich jemand die Mühe gemacht, das in einem kompletten Video auf YouTube zu teilen. Und dann seht ihr das auch, wie das Step by Step so funktioniert. Ich glaube, er macht es etwas anders als ich, aber vom Prinzip her ist es das Gleiche. Ich glaube, er nimmt zwei Gummis. Oder wie war das noch gleich? Ich weiß es nicht mehr genau, aber jedenfalls habe ich die Idee von ihm. Und deshalb, ich fand die so toll, weil das mit diesen Gummis dazwischen, das habe ich irgendwie gar nicht gemocht. Und so mag ich das aber sehr. Ja, das sind somit meine drei Midoris. Was ich am Midori-Prinzip besonders möge, ist halt, dass man diese Heftchen immer raus und wieder reintun kann. Und dass man die halt auch individuell gestalten kann. Man muss ja nicht die von Midori selbst nehmen. Man kann sich da ja auch eigene machen, ganz einfach. Da findet man auch überall im Internet Anleitungen dazu. Und ich könnte euch auch nochmal, wie gesagt, ein Video zu den Heftchen im Genaueren machen, weil ich habe halt auch noch die letzten Kalender von den letzten Jahren. Ich mache das jetzt schon über ein Jahr. Ja, weit über ein Jahr, glaube ich. Ich habe jedenfalls, denke ich, so um die 4 Heftchen, die bereits voll sind. Die könnte ich euch dann auch zeigen, falls ihr daran interessiert seid. Aber ja, wie gesagt, das hier ist so im Allgemeinen mal was zu meinen Midoris. Und ich hoffe, ich konnte euch den Einblick in meine Midori-Welt geben, den ihr haben wolltet. Und falls ihr noch Fragen habt, könnt ihr die gerne in den Kommentaren da unten stellen. Und wenn ihr möchtet, mir auch dann ein Like da lassen. Das würde mich sehr freuen. Und das war's dann auch von mir. Ich sag euch allen Ciao und bis zum nächsten Mal.